an dieses Gebäude, an das alte erste Mal, da haben wir ja immer Besucher empfangen. Und da hing ja die Fahne, die jetzt unter Glas ist, die hing ja noch frei in unserem Raum. Und da hat eine Dame gesagt, ach, die Fahne müsste mal gewaschen werden. Und wie ich ihr dann erzählt habe, dass diese Fahne schon 1832 mitgetragen wurde auf dem Hambacher Schloss und dass wir deshalb als Rheinland-Pfalz auch diese Farben haben, Schwarz-Rot-Gold, nur mit unserem Wappen, das Mainzer Rad, das Trierer Kreuz und den kurpfälzischen Löwen. Und dann hat sie gesagt, so alt ist die schon, ja dann kann man sie nicht mehr waschen. Ja, was damals sehr bekannt war, das war, ich weiß nicht, wann das geschlossen wurde. Das war der Keller des Landtages. Den habe ich auch noch in guter Erinnerung. Ja, das war der Macht, ich weiß nicht, wie er genannt wurde, auch Martins Keller, glaube ich. Und das war gerade in den Jahren auch als Mitarbeiter, man durfte ja gelegentlich da dabei sein, wenn da Veranstaltungen waren. Und da sind die berühmten Skatrunden haben stattgefunden. Dafür war ich noch zu jung. Der Töpfer war ein begnadeter Skatspieler und hat nächtelang hier im Keller Skat gespielt. Und was mir in Erinnerung geblieben ist, das war das gute Miteinander zwischen den Fraktionen, auch zwischen Regierung und Opposition, gerade in den 70er Jahren, als ich hier wissenschaftlicher Mitarbeiter war. Da gab es immer gemischte Skatrunden, da hat keiner nach dem Parteibuch des Kollegen gefragt. Und da ist auch manche Stück Politik im Keller gestaltet worden. Es gab damals ja kein Navi. Also bin ich erst einmal eine Kurve gefahren, bis ich einen Parkplatz gefunden habe in dem Bereich. Und dann stand ein älterer Herr. Also einen Frack hat er nicht an, aber er war dunkel gekleidet mit weißen Handschuhen. Und dann sagte er, der Landtagspräsident Dr. Volkert wartet schon auf Sie. Ich sag, woher kennen Sie mich denn? Ah ja, ich habe hier die Bilder von den Nachrückern. Und da waren wir dann im Elserhof und es war dann, bis umgebaut wurde. Und im Sommer, als dann die Legislaturperiode begann, wo ich dann ordentlich auch noch mal in den Landtag kam, weil ich auf einem guten Listenplatz war. Und dann war dieses Haus, dieser Plenarsaal, das war überwältigend. Also Elserhof, das war eine Notlösung, vorübergehend, aber ich muss sagen, das war schon toll. Die waren ja nur 5 und mussten alles das bewältigen, was die anderen mit 40 oder was weiß ich, wie vielen machen mussten. Und ich habe immer gedacht, Mensch, habe ich einen schönen Arbeitsplatz. Wenn ich so das schöne alte Gebäude da drüben gesehen habe, das war schon ein Privileg, an so einer schönen historischen, an so einem schönen historischen Ort arbeiten zu dürfen. Und ja, im neuen Abgeordnetengebäude sind wir erst mit so ein bisschen Tränen reingegangen, aber das war dann nachher auch schön. Aber das alte war schon sehr schön. Ja, muss ich sagen. Also die anderen Frauen haben natürlich sicher auch immer schon gekämpft. Es ist ganz klar, dass überhaupt welche drin waren. Das war ja früher nicht so einfach. Mir persönlich kam das halt wirklich so vor, dass dieses Thema noch nicht sehr durchgedrungen war. Und ich wurde natürlich auch als die erste grüne Frau dann von allen Verbänden und Initiativen in diesem Bereich auch gejagt, dass ich da was mache. Erstmal hatte ich damit nicht so gerechnet. Also die FDP hatte damals Prognosen, die immer so um die 5% lagen. Und wir hatten dann 8,9% und 10 Sitze. Und ich war Nummer 10. Und ich war auch an dem Abend immer wieder draußen und drin. Also habe dann irgendwann, weiß ich noch, habe ich mich auf so eine Treppe verzogen und gesagt, ich möchte mit niemandem mehr Kontakt, bis nicht das Endergebnis feststeht, weil ich dann die mich schon alle ganz schockelig gemacht haben. Ich glaube, dass ich nicht die Einzige war, die sehr überrascht war. Also meine Parteifreunde waren auch überrascht, dass da jetzt so viele Abgeordnete auch drin waren und dann auch so jemand noch so Junges mit reingekommen war. Und das war erstmal für alle eine neue Situation. Für mich war das sehr aufregend. Ich war damals auch bundesweit die Jüngste und bin dann auch ein bisschen rumgereist in irgendwelche Talkshows und so. Also es war für mich sehr aufregend. Ich fand es aber damals ganz toll, kann ich mich erinnern,
Das Allertollste war, dass ich mich schon wirklich ja auch ein paar Jahre engagiert hatte, jugendpolitisch über die jungen Liberalen und das als enorme Chance empfunden habe, endlich mal was umsetzen zu können. Und ich hatte auch solche Erwartungen, also, was hier jetzt alles plötzlich geht. Ja. Also, und dann war es erstmal eine harte Zeit. Den Geist, den ein solcher Saal beinhalten sollte, nämlich sich in jeder Phase seines Hierseins in diesem Saal und in den Sitzungsräumen des Landtages bewusst zu sein, dass man für eine bestimmte Zeit das Vertrauen der Menschen in diesem Lande erhalten hat, um als Vertreter, Vertreterin des Volkes tätig zu sein. Dies ständig sich selbst bewusst machen und sich zu überprüfen und überprüfbar zu lassen. Das wäre mein größter Wunsch und das ist das, was ich versucht habe, auch in den 19 Jahren Landtag und 29 Jahre Stadtrat umzusetzen.